Ich habe nach langer Zeit mal wieder ein Craft-Update für euch. Ich habe mir einfach ein paar Sachen querbeet rausgesucht, die ich so in letzter Zeit gebastelt habe. Ich habe in letzter Zeit zugegebenerweise gar nicht so viel gebastelt, einfach weil das Wetter immer so schön war und bei mir im Bastelzimmer es gefühlt 40 Grad hat. Aber ein bisschen was war es ja doch und ja, ist wirklich kreuz und quer. Ich habe mal alles jetzt hingelegt. Ich will euch einfach alles zeigen. Und ja, wenn es irgendwelche Fragen zu irgendwas gibt, könnt ihr mir es gerne jederzeit stellen. Ja, ich beginne einfach einmal damit. Recht unspektakulär. Ich habe mir ja eine Strickliesel gekauft. Ich glaube, die habe ich in einem Haul gezeigt. Und wartet einmal ganz kurz, ich hole sie einmal. Das ist meine Strickliesel. Und ach so, ja, das kann ich eigentlich auch zeigen. Die ist noch viel, viel länger, die Schnur. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich daraus mache, aber vielleicht nähe ich das so im Kreis und mach mal so ein Deckerl oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ganz fleißig mit der Strickliesel beim Fernschauen immer gewerkelt. Übrigens geht das ganz gut mit dieser Häkelnadel, dass ihr den Faden immer darüber geben könnt. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es eigentlich mir deswegen gekauft, die Strickliesel, weil ja, weil es mich einfach an früher erinnert und weil ich gerne so, ja, monotone Arbeiten mache, niemand fernschauen, wo ich nicht mich viel konzentrieren muss. Und ja, sowas entspannt mich halt einfach. Also das. Dann habe ich mich zum ersten Mal an Papierperlen rangetraut. Falls euch fragt, diese wunderschöne Schale habe ich von meiner lieben Nancy mal bekommen. Aber jetzt soll es um die Papierperlen gehen. Und zwar ist das meine kleine, aber feine Ausbeute. Ich halte euch das einfach einmal so in die Kamera. Da habe ich einfach Papierreste quasi verwertet. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ich die Papierperlen gemacht habe, ich habe mich da an ein Tutorial von der lieben Sanne Kunterbunt, heißt sie auf YouTube. Könnt ihr gerne mal bei ihr vorbeischauen. Die erklärt in ihren Videos, wie man das eben machen kann. Und so habe ich es dann auch gemacht. Lackiert habe ich das Ganze mit einem Tauchlack von Ideen mit Herz. Zeige ich euch auch kurz. Weil da gibt es ganz viele verschiedene Varianten, wie man das lackieren kann. Und ich habe es eben mit dem hier gemacht. Das ist so ein Glaseffekt. Und muss sagen, das macht echt eine ganz coole Optik und ist echt richtig hart und schön versiegelt. Ja. Kann ich euch nur empfehlen, Papierperlen zu machen. Macht richtig Spaß und ja, ist auch cool zum Papier verwerten. Diese hier. So. Jetzt habe ich mal. Moment. So, sorry, weiter geht's. Ich habe mir gerade irgendwo einen Splitter da reingezogen. Naja, so. Kurz ärztlich versorgt. Geht's weiter? Ja, ich mache kunterbunt weiter und zwar ein bisschen im Schmuckbastelbereich. Ich habe und ich bin mega stolz und verliebt, wenn ich einmal mich so selbst loben darf. Meinen ersten Chunky Charm gebastelt. Hier sogar mit einem selber gemachten Harzteil von mir unten. Und es ist ein Halloween Chunky Charm. Oh, und das hat so Spaß zum Basteln gemacht. Und ja, ich finde, könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie ihr den findet. Aber ich finde, der ist mir richtig gut gelungen, oder? Ich habe hier oben diesen coolen Kunststoff-Kasten
Karabiner oder wie nennt man das? Und hier in der Mitte habe ich auch so eine mega coole Kunststoffkette. Und von da weg gehen eben diese ganzen Perlenstränge, sage ich jetzt einmal. Ja, und da gibt es ganz, ganz viel zum Entdecken bei so einem Junky Charm. Ich mag die echt gern. Ja, seht ihr, da sind Bonbons drinnen, Quasten, größere Krüllteile, kleinere Totenköpfe, Kürbisse und alles in wunderschönen Halloween-Farben. Und eben der Abschluss ist diese selbstgegossene Fledermaus, die schaut da unten so hervor. Ja. Tada! Ich bin echt voll stolz, ich freue mich so. Und ja, den habe ich auch für jemand ganz lieben gebastelt tatsächlich. Der bleibt nicht bei mir, auch wenn es der erste ist. Und ich hoffe, diejenige wird sich freuen, aber ich denke mal schon. Und ja, genau. Das hier. Dann gehen wir weiter ein bisschen zu Papier basteln. Ich sag's euch, es ist wirklich sehr, sehr bunt gemischt hier. Und zwar habe ich einmal in einer Post von meiner lieben Andrea auf YouTube Coccinella so wunderschönes designtes Papier bekommen. Also Papier ist gut, Alufolie hat sie da so embossed, geprägt und gestaltet. Und ich habe das gleich als Kartenaufleger genutzt. Das heißt, dieses Papier hier, was ihr seht, diese Alufolie, die geprägte, ist von der Andrea gemacht. Und ja, ich fand einfach, dass das gar nicht mehr viel braucht, weil das so wunderschön schon an sich ist, dass ich einfach nur in dieser coolen Farbe diesen Spiegelkarton Happy Birthday ausgestanzt habe und hier aufgeklebt habe. Ich habe ein paar Sachen hingehalten und mal gedacht, ah, mache ich so oder so, aber das hätte irgendwie das Ganze ruiniert. Manchmal ist weniger mehr und von daher, ja, danke nochmal Andrea, dass du mir das hier damals geschenkt hast. Wie du siehst, das hat jetzt eine, ja, schöne Verwendung gefunden. Genauso wie das hier. Da habe ich hier in dieser Farbe das ausgestanzt, ein bisschen mittiger aufgeschrieben. Und dann diesen Kartenaufleger hat sie mir noch geschickt. Ein bisschen größer, da habe ich ja 15x50 Karte gemacht. Habe hier so einen dicken Streifen Spiegelkarton, dann noch in einer anderen Farbe das Happy Birthday drauf. Und hier mit so schönen Sticker-Linien in lila Holo von Ideen mit Herzchen noch so ein bisschen Umrandung gemacht. Genau. Das sind diese drei. Und dann habe ich noch zwei Karten gewerkelt, ein bisschen, ja, girlyhaft. Ja, irgendwie, wenn ich ehrlich bin, recht kitschig, aber irgendwie gefallen es mir. Diese hier, Happy Birthday. Ja, ich mag das. Das ist eben auch Papier von Ideen mit Herz. Und ich habe das hier so ein bisschen 3D-mäßig abgesetzt mit Halbperlen, Spiegelkarton und ein schönes 3D-Motiv. Das ist die. Und dann diese hier. Ja, mir gefallen die wirklich sehr gut so. Da haben wir hier Happy Birthday, auch mit so einem Effektpapier. Kommt jetzt gar nicht so rüber vom Action. Der auch, dieser Leinenkarton. Wieder die Halbperlen, ein 3D-Motiv. Das waren die Grußkarten. Und dann hüpfen wir gleich weiter zu ETC-Karten, würde ich sagen. Und zwar meine ersten ETC-Karten. Ich bin da eine Zeit lang richtig den ETC-Rausch verfallen. Ich mag es noch immer gerne, nur wie gesagt, jetzt bastle ich gerade nicht so viel. Aber ja, das kommt sicher wieder. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich so gewerkelt habe. Ich habe immer von jeder Art quasi fünf Karten kreiert, gestaltet.
Wenn jetzt beim Herzeigen schon welche fehlen, dann einfach, weil ich sie schon vertauscht habe. Ja. Und das hier waren überhaupt meine allerersten ETCs. Und ich muss auch sagen, da habe ich mir echt viel Mühe gegeben. Die waren viel Arbeit. Ich habe den ganzen Hintergrund selber koloriert. Also das war nicht so ein Papier und bestempelt mit der Schrift. Und auch hier, das habe ich alles so ja gemacht, dass das wie alt ausschaut und da den Sticker raufgeklebt. Also ich habe so eine Briefmarkenstanze und dann habe ich da den Sticker raufgeklebt und dann mit so einem, ich glaube, das ist eher auch ein Actionstempel, wie wenn die Briefmarke so quasi abgestempelt wäre, habe ich das so draufgegeben und zum Schluss noch mit einem Siegelwachs. Und ich finde, das macht eine richtig coole Vintage-ETC-Karte. Wegen Siegelwachs biegt sich dir ein kleines bisschen da unten, aber ich finde, das stört gar nicht. Ich finde es nämlich cool, wenn das Siegelwachs einmal wirklich direkt auf dem Bastelobjekt quasi gemacht worden ist. Also ich habe echt da drauf das Wachs aufgegossen und danach also den Siegelstempel. Und ja, das hat voll Spaß gemacht, auch zum Basteln. Und das war so der Startschuss für meine ETC-Leidenschaft irgendwie diese. Heißen tun die Vintage Postmark. Genau. Eins von fünf. Exakt fünf habe ich immer gemacht. Das ist, sind diese hier. Also alle ähnlich, aber auch keine gleich wie die andere. Das macht es auch, finde ich, immer aus, gell, bei den ETCs. So, dann gehen wir gleich weiter zu einer meiner allerliebsten und auch aufwendigsten. Oh mein Gott, die haben auch ewig gedauert. Das sind diese hier. Und zwar habe ich hier so Schüttel-Elemente gemacht und danach noch so einen kleinen raufgeklebt und hier auch so Glitzersteine. Und ja, das habe ich richtig oft ausgestanzt, quasi die Sterne übereinander geklebt und so Schüttelteilchen hier gebastelt. Die heißen Shaking Stars und ja, brauche nichts dazu sagen, sind wie gesagt immer fünf. Und da, wie ihr seht, fehlt auch schon eine. Die hat eine ganz liebe YouTube-Freundin bekommen. So, dann. Bisschen düsterer, aber irgendwie total edel finde ich. Diese hier. Da habe ich ein bisschen Washi verwerten können. Fokus. So. Und hier habe ich ausgestanzt so Blätter und die, also schwarz und weiß ausgestanzt, so versetzt draufgeklebt, dass das so ein bisschen Schattenspiel ist und diese coolen Strass-Sticker vom Action. Die heißen ganz kreativ Black and White. Aber ja, der Name ist hier Programm. Und ich sehe gerade auch hier habe ich schon eine vertauscht. Das sind diese vier, die ich noch habe. Dann, die sind auch mega cool. Da kam mir so eine richtige Eingebung irgendwie. Also ich habe das vorher noch nirgendwo gesehen, so in der Art. Und zwar sind das Schüttel-ETCs. Richtig schön prall gefüllt mit Glitter und Streuselzeugs. Und die haben wirklich, also die sind rundum verschweißt, natürlich, sonst würde der Glitzer herumfallen. Und die haben echt komplett mit der Schweißnaht genau die ETC-Maße. Also das ist wirklich so das ETC-Maß quasi. Das finde ich so cool. Hinterlegt habe ich die mit diesem wunderschönen Papier, Fokus, vom Action. Sieht man fast gar nicht vor lauter Glitzer. Und heißen tun die Shake Baby Shake. Die schauen so ziemlich alle gleich aus, aber ja, da ist eben die Besonderheit, dass es eine komplette Shake-Maße
Shake etc. quasi ist. Fand ich auch mal schön, die Idee. Dann, wie soll es anders sein? Holo, Glitzer, Regenbogen, Einhorn. Da habe ich mir so ein wunderschönes Geschenkpapier vom Teddy gekauft. Und ja, habe das als Hintergrund genommen und diese schönen Holo-Sticker obendrauf. Ich wollte dann auch nicht mehr machen. Ich fand es so perfekt. Wie gesagt, manchmal ist wirklich weniger mehr, finde ich. Und das passt so gut zusammen, das Holo-Glitzer. Und heißen tun die Glitter-Unicorn. Dann habe ich noch eine coole Reihe gemacht, wie ich finde. Das ist diese hier. Und zwar war meine Idee, weil ich ja diese niedlichen Sticker da hatte, wo das Essen quasi so Gesicht hat und das ist alles so Frühstücksessen für mich. Und dann habe ich hier so Papier vom Action raufgeklebt, wie ein Tisch und da hinten wie so eine, ja, wie so bei seiner Oma zu Hause, so ein bisschen seine Blümchen, Küchentapete, wenn ihr wisst, was ich meine. Und das sieht eben so aus, als wenn hier diese Brötchen hier am Tisch liegen. Also für mich, so war die Idee. Und hier noch eine Butter und die heißen Frühstückstisch. Genau, das sind diese süßen Toastbrote hier. Dann der Käse und das Toastbrot schauen sich da an. Und der Milch steht noch am Tisch. Das ist auch cool, da sind die Brötchen mit kleinen Beeren noch in der Tüte drinnen und da schaut die Butter hin und sagt, ha! Und da auch der Käse und das Toastbrot. Genau. Das war diese Kollektion. Dann nochmal Regenbogen. Und die sind auch ganz besonders, weil ich hier nämlich komplett den Hintergrund auch selber gemacht habe. Ich habe da immer so einen Kreis hingelegt und habe dann mit so einem Blending in Stempelfarbe und habe das so koloriert. Ich bin super im Erklären, ich weiß. Und habe mir eben so selber diesen Regenbogen-Hintergrund da geschaffen. Dann diese Washi-Sticker mit den Einhorn und ganz viele Holo-Glitzer Sternchen noch dazu und der Hintergrund ist auch eine Holo Karte quasi. Achso, ja, und den Himmel habe ich auch so selber getupft, dass das so ausschaut wie so Wolken. Ja, oft schauen die gar nicht so spektakulär aus am ersten Blick, aber da steckt oft viel, viel Arbeit drinnen in so einer kleinen Karte, in einer kleinen Karte. Aber euch Bastelmädels brauche ich das eh nicht erzählen, gell? Die wiederum waren wieder schnell gemacht, haben aber einen mega coolen Effekt, finde ich. Wegen diesem Neon finde ich einfach mega cool. Zwar steht da überall Summer Love drauf und ich hatte so einen coolen Neon-Stickerbogen mal von jemandem geschenkt bekommen. Und ja, da habe ich diese dann so passend zum Thema Sommer gestaltet. Das sind diese. Und die letzten, auch welche von meinen allergrößten Favoriten, sind diese hier. Da habe ich diese Faultiere aufgeklebt und da steht Vorsicht wild. Halt eben genau nicht, aber das ist ja gerade der Schmäh dahinter. Und da ist so ein schöner Spiegel. Entschuldigung, ich habe mir gerade einbildet, ich habe etwas gehört. Da ist eben so ein schönes Spiegelpapier. Und auch den Hintergrund habe ich komplett selber gemacht. Da habe ich mir sein Blatt ausgestanzt und habe das immer so raufgelegt und habe dann eben mit der Stempelfarbe so raufgetupft oder so drüber gewischt. Dann habe ich das weggenommen, dann habe ich das Blatt hier raufgelegt, also das Stanzteil und wieder drüber gewischt und hier hingelegt. Die ganze Zeit, bis das dann der Hintergrund so war quasi. Wie findet ihr den? Ich finde, der ist auch echt cool worden.
Vor allem hier schaut das dann cool aus, wenn sich das so noch einmal überlappt. Dieser Effekt entsteht wirklich nur von diesem einen ausgestanzten Blatt, indem man das immer so drauflegt. Da sieht man es auch noch einmal cool. Ja, genau, das waren diese hier. Fehlt auch schon eine. So, ich trinke kurz einen Schluck. Und jetzt kommen wir zum letzten vom Craft Update. Ist aber noch ein ganz schöner Batzen, sage ich euch. Und zwar war ich fleißig und habe einen Haufen Lünetten gegossen. Lünetten mit UV-Harz. Ich muss kurz abwischen, die haben schon eine leichte Staubschicht bekommen. Und wir beginnen gleich mit einem meiner Lieblingsthemen, Halloween. Und da habe ich diese beiden Kürbisse hier. Seht ihr, schön glänzend mit UV-Harz gefüllt und dann so schöne Anhänger draus gebastelt. Dann haben wir da Zuckerl passend zu Halloween und dann schwarzen Totenkopf. Ja, das sind zwei Anhänger worden. Dann habe ich hier, ich glaube, 5 Stück. So kleine Igelchen. Ich zeige euch einmal einen nahe. Wenn denn na, die Kamera. So. Diese kleinen Igelchen, die fand ich mega süß. Und da habe ich einfach 2 so Perlen noch rangehangen. Und ja, die finde ich auch total schön. Schon ein bisschen was für den Herbst quasi. Dann Sakura-Blüten. Diesmal silberne Lünetten. Und auch hier habe ich dann so einen Blütenkelch, so quasi so eine Sakura nachgebaut mit einer Perle drinnen als Gebamsel. Und ist jetzt ich habe hier eine Sakura-Blüte eingegossen, dann mit so einem schönen Multicolor-Glitzer bestreut und außen habe ich dann noch auch mit Sakura-Blüten dekoriert. Und die sind alle minimal unterschiedlich. Klar, ist ja alles ein Unikat irgendwo, kann man ja gar nicht so 1:1 gleich machen. Und ich glaube, ihr kennt das eh ganz gut, das sind eben so einzelne Anhänger. Ich habe die immer nur so zusammen auf so ein Buchbinderin getan, damit ich die schön beisammen habe eben. So, das sind auch welche von meinen Favoriten hier. Das ist ein ganzer Batzen von ne? Ja, so schönen Taschenuhrenanhänger. Wie soll ich es nennen? Da haben wir 3 goldene. Zeige ich einmal so einen. So schauen die aus. Die haben da so eine Quaste auch und so eine wunderschöne Crackle-Perle. Und nur der Anhänger selber schaut so aus. Das ist eben so eine mega coole Taschenuhr. Und da habe ich so ja, eben Uhrenblätter eingegossen. Der da ist so schön. Schaut mal dieses Uhrenblatt an. Oh. Da bin ich richtig verliebt drin, muss ich ehrlich sagen. Hoppala. Diese hier, die goldenen. Und die silbernen haben dann oben so eine Blüte bekommen. Ein Schlüsselchen als Gebamsel. Und die sehen so aus. Da haben wir diese Uhr. Das Gebamsel ist immer gleich oben. Ich zeige euch nur die verschiedenen Uhren. Genau. Und so nochmal vielleicht. So schauen die aus. Die ganzen Taschenuhren also. Auch ein schöner Batzen. Dann Kirschen.
Und zwar ganz komplett glitzerig habe ich die gemacht. Die habe ich wirklich komplett mit Glitzer bestreut und auch schön von beiden Seiten mit UV-Harz begossen. Das heißt, es ist wirklich schön überall gleichmäßig glatt, hochglänzend und schön gedomt quasi. Und da habe ich passend auch so rot-grün eine Blüte rangehangen. Ich finde, mehr braucht es dann auch nicht. Da gibt es auch fünf von den Kirschenanhängern. Ich finde, das passt doch irgendwie cool mit dem Gold. Das Grün, Rot und Gold passt irgendwie so schön zusammen, finde ich. Dann, das kennen wahrscheinlich einige treue Zuschauer vielleicht von euch. Und zwar meine Meereslünetten. Da gibt es ein Tutorial auf meinem Kanal. Könnt ihr gerne schauen, wenn ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe. Und ja, das Gebamsel ist letztendlich dann, ich glaube, das habe ich im Tutorial nicht gezeigt, sondern nur wie ich die Lünette gemacht habe. Draufgehangen habe ich dann eben einen Anker und so, ja, schön zum Wasser passend blaue Perlen. Und ich kann sich ja noch einmal ein bisschen näher ranhalten. Ja, die sind halt mega, weil da wirklich unten der Sand ist, oben das Wasser mit die Blubberblasen und die Pflanzen eingegossen. Also richtig, richtig cool. Und die Lünetten sind halt auch ganz besonders, finde ich, mit diesen schönen, hoppala, Entschuldigung. So, mit diesem schönen Rand. Und da gibt es eben auch ganz viele verschiedene. Bamsel ist auch immer dasselbe. Ich zeige euch nur ein paar Lünetten, was ich da gemacht habe. Da ist ein Wal zum Beispiel. Und hier ein Seepferdchen. Und die hängen hier auch mit dran, weil sie auch passend zum Thema Meer sind. Ach, so. So, die schauen so aus. Da ist hier ein Steuerrad mit dran. Das ist jetzt verkehrt, so gehört. Und den finde ich ja auch so cool, diese Ankerlünette. Und die hat hier diese Holo-Quallen drinnen und auch Blubberblasen. Und ihr seht es da hinten, so wie so Meeresschaum habe ich da eingegossen. Also wenn da so Blubberblasen wären. Da gibt es zwei verschiedene. Da habe ich noch das hier mit diesem Wal in Silber. Moment. Dann eines in Gold, also ein goldener Anker. Und hier so ein Haifisch, aber in der gleichen Variante. Und dann habe ich noch zwei Steuerräder. Das waren dann die maritimen Anhänger. Da ist auch oben ein Anker und diese zwei schönen marmorierten Perlen, die passen so gut zu der Lünette. Und da ist eben auch dieser Meeresschaum da eingegossen. Da hinten dieses, von da sieht man es auch ganz gut. Und da obendrauf habe ich noch mit Muscheln unseren kleinen Seestern dekoriert, Pflanzen eingegossen, wieder Blubberblasen. Also ja, habe da echt wirklich aufs Detail geachtet, finde ich. Und das ist dieser ganze Batzen hier. So. Was haben wir noch? Dann habe ich noch die habe ich schon eigentlich ganz lange mal gebastelt, aber jetzt habe ich sie endlich fertiggestellt. Ist auch schon ein bisschen staubig jetzt worden. Das sind so Shaker. Passend mit den Perlen. Da habe ich hier so ein Sterndal, der shakt. Auch mit Perlen. Und hier, das ist auch cool. Das Herz, hoppala. Dann, ah,
so eine Muschel. Dann haben wir hier noch ein Herz. Was habe ich noch nicht gezeigt? Das hier. Noch ein Stern. Der ist auch sehr schön geworden, finde ich. Richtig schön dick und voll mit Shaking. Shake, shake. Ja, das sind diese ganzen. Und zu guter Letzt noch ein paar Einzelstücke, die habe ich hier zusammen rangehangen. Das hat sich gereimt. Da habe ich hier dieses kleine Einhorn eingegossen, mit den Wölkchen an der Lünette dran. Und da fand ich, passte der Regenbogen ganz gut. Dann Hello Kitty. Und hier mal so eine große Acrylschleife. Schaut auch cool aus, finde ich. Dann so ein kleiner Herzstab. Dann die ist auch wunderschön, finde ich. Das ist auch so Sakura-Lünette gewesen. Und schaut, da habe ich richtig in der Mitte geschaut, dass ich in der Mitte rosa mache und das dann so einen Farbverlauf quasi ergibt. Wie die halt eben sind, die Sakura-Blüten. Die sind ja immer so ein bisschen rosa in der Mitte. Das habe ich schon. Dann haben wir hier noch einen Sakura-Anhänger. Der ist auch cool. In Gold. Schaut immer ein bisschen gelblicher jetzt aus bei mir, weil ich da jetzt spät in der Nacht gerade das Video drehe und nur mit meiner Schreibtischlampe quasi. Das ist nicht ganz so gelblich, wie es jetzt wirkt, aber ist ja wurscht. Und auch eins meiner Highlights, dieser wunderschöne große Kawaii-Anhänger mit Little Twin Stars. Und denen habe ich Glitzerhaare verpasst. Ja. So, dala, ihr Lieben. Das war mein, ja, schon riesiges, würde ich sagen, Craft-Update. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, wie euch das gefällt. Ich finde es eigentlich ganz cool, auch für mich so. Ich bastle einfach gerne mal ein bisschen sowas, ein bisschen sowas, ein bisschen Papier, Grußkarte, das, ist, ihr merkt es da schon. Und dann ist es für mich ganz praktisch, wenn ich dann einfach nach einiger Zeit wieder so ein Craft-Update mache und einfach alles herzeige, was ich so gewerkelt habe. Und ja, vielleicht gefällt euch das ja auch, dann könnt ihr mir das gern sagen. Und ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut, ihr Lieben, und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss!